Und damit hallo ihr Verrückten, willkommen zu lateinamerikanischen unheimlichen Legenden. Nachdem wir jetzt so eine kleine Reise durch Japan hatten, gehen wir jetzt nach Lateinamerika. Ich habe euch ein paar interessante Stories so rausgesucht, aber heute haben wir nicht so viele Bilder. Das heißt, ihr könnt wirklich euch einfach zurücklehnen, Augen schließen oder was dabei machen. Heute gibt's nicht viel zu sehen, aber viel zu hören. Los geht's, wir fangen mit La Moyalona an. Aufruhr herrscht in der Stadt in den Bergen Kolumbiens. Eine Spanierin ist mit der Absicht in die Stadt gekommen, sich mit ihren hellseherischen Fähigkeiten hier ein Leben aufzubauen. Und bald schon nennt die Bevölkerung der Stadt sie La Maga, was die Zauberin bedeutet. La Maga soll von außerordentlicher Schönheit sein, schwarzes Haar, olivgrüne Augen, Haut so weiß wie Nebel, groß und schlank und ein Lächeln mit perfekt weißen Zähnen. Sie bietet an, die Zukunft ihrer Kundinnen und Kunden durch Handlesen oder Kartenlegen vorauszusagen und beschwört böse Zauber. Außerdem hilft sie, Liebesprobleme zu lösen, jedoch schreckt sie dabei auch nicht davor zurück, Ehen zu zerstören. So wird es ihr zumindest nachgesagt. Die Frauen der Stadt verachten La Maga. Sie werfen ihr vor, mit ihrer Schönheit und ihren verführerischen Fähigkeiten den Männern den Kopf zu verdrehen, wenn sie ihn aus der Hand liest. Und der Priester der Stadt mahnt vor seiner Kanzel aus vor der Frau. Aber La Maga gewinnt immer mehr einflussreiche Kunden aus der Kolonialregierung und ihr Geschäft wächst. Sie kauft ein großes Anwesen in der Stadt und eröffnet dort ein Geschäft zur Unterhaltung von Männern. Sie sucht die schönsten Frauen aus den Dörfern der Umgebung und lässt sie für sich in ihrem neuen Geschäft arbeiten. Zahlreiche Männer sollen ihr Vermögen an den Alkohol und die hübschen Frauen in den Etablissements verlieren und Ehen gehen zu Bruch. Wer sich weigert, seine Schulden zu bezahlen, dessen Abenteuer in diesem Etablissement werden publik gemacht. Doch La Magas Taten haben einen Preis. Sie wird plötzlich von einer seltsamen Krankheit heimgesucht. Wunden breiten sich auf ihrer Haut aus und nach einem schmerzhaften Monat verstirbt sie. Unmittelbar danach breitet sich im Haus ein widerwärtiger Gestank aus, der sofort alle aus dem Haus vertreibt. Eines der Lieblingsmädchen von La Maga kehrt jedoch in das Gebäude zurück, denn sie will sich an den Kleidern und Schmuck der Verstorbenen bereichern und sie übernachtet sogar in dem Gebäude. So hat sie zumindest geplant. Als sie die Kerzen löscht und sich schlafen legt, dringen Fledermäuse durch das Fenster hinein. Und sie hört eine geisterhafte Stimme, die zu flüstern scheint, jedoch im ganzen Haus zu hören ist: Ich muss mich an den bösen und glücksspielenden Männern rächen. Verdammt seien sie, genau wie die schamlosen Frauen. Sie alle sollen mit mir in der Hölle brennen. Ich bin La Moyalona. Das verängstigte Mädchen versucht, ihre Kerzen anzuzünden, aber die Schwingen der Fledermäuse machen dies unmöglich. Die Fledermäuse kratzen und beißen das Mädchen. Und verzweifelt und verstört stürmt sie aus dem Bett und verlässt das Anwesen der verstorbenen La Maga. Kaum in den sicheren Straßen der Stadt angekommen, macht sie sich auf jedem, den sie begegnet, auf, zu erzählen, was sie soeben erlebt hat. Eine Meute versammelt sich vor dem ehemaligen Haus von La Maga, aber niemand traut sich, es zu betreten. Endlich kommt der Befehl von der Kolonialverwaltung, das Haus niederzubrennen, und man hofft, damit zu vernichten, was auch immer noch in diesem Haus lebt. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt hoffen nun endlich wieder in Frieden leben zu können. Aber als Menschen aus den Dörfern der Umgebung verschwinden, verbreitet sich rasch die Legende von La Moyalona. Man erzählt sich, La Maga habe vor ihrem Tod einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, um ihre Schönheit zurückzuerlangen. Der Wunsch wurde ihr gewährt, jedoch zu einem hohen Preis. Sie ist nun verflucht. Das schöne Gesicht wird entstellt durch einen gewaltigen Mund mit langen Fangzähnen. Nun soll sie als wütender Geist die Lebenden heimsuchen, auf der Jagd nach ihrer bevorzugten Beute. Männer. La Moyalona bedeutet große Backenzahnfrau. Sie wird auch Colmillona, große Fangzahnfrau, genannt. Sie soll bevorzugt zwischen 6 Uhr abends und 8 Uhr morgens auf ihrer Beute lauern.
Dabei lauert sie immer halb verborgen hinter einem Baum. Unter den Männern mag sie besonders jene, die ihre eigenen Frauen schlagen, Glücksspieler sind, betrunken durch die Nacht umherirren oder jene, die auf der Suche nach einer Affäre sind. Diese lockt sie mit ihrer Schönheit und einem breiten Lächeln zu sich. Sind die Männer in die Falle getappt, zeigt sie ihr wahres Äußeres. Es sind nur wenige Sekunden, die Opfer haben, bevor sie verschlungen und von La Muellonas gewaltigen Zähnen zerballen werden. Unerklärlicherweise verschont La Muellona jedoch jene, die ein junges Kind oder eine schwangere Frau zu Hause haben. Manchmal soll in der Nacht ein seltsames Geräusch vernommen werden können. Es klingt wie das Brechen von Knochen. Dies soll das Geräusch sein, das es macht, wenn La Muellona die Knochen ihrer Opfer zermalmt. Andere behaupten jedoch, es ist das Geräusch der Skelette ihrer Opfer, mit dem La Muellona tanzt. Ob wahr oder nicht, die Legende von La Muellona lehrt uns eines. Hinter dem breitesten Lächeln können die finstersten Absichten stecken. Und das bringt uns zu El Silbon. Mit einem schuldigen Gefühl schaut Ernesto auf sein kaltes Glas Bier, welches an diesen heißen und stickigen Abenden noch verlockender ist. Zögernd wirft er einen Blick zwischen dem Bier und seine Münze, die er bekommen hat, von den anonymen Alkoholikern, nachdem er ein Jahr trocken war. Er möchte ungern einen Schluck nehmen, denn er kann aber schlecht widerstehen, nachdem was letztens daheim geschehen ist. Seine Mutter hat fast die Polizei gerufen, als diese gedacht hat, dass ein Fremder in ihr Haus eingetreten ist. Mit etwas Überreden hat Ernesto es noch geschafft, seine Mutter davon zu überzeugen, dass es nur ein Freund ihres Sohns sei. Und bei diesem schmerzhaften Gedanken nimmt er einen Schluck vom Bier. Dabei schien es seiner Mutter noch vor ein paar Wochen gut zu gehen, aber jetzt wird die Situation jeden Tag schlimmer. Ernesto kommt aus diesem Gedankenkarussell nicht raus, als die Tür plötzlich laut aufknallt und eine laute Gruppe aus drei jungen Männern sich in der Bar breitmachen. Sie bestellen sich mehr Schnaps und reden lauthals darüber, wie gut die Kennerin aussieht, was Ernesto nur anekelt. Und so gut es geht, hört er nur deren Kommentare gar nicht mehr zu. Er ist eher darauf fokussiert, dass schon sein halbes Bier leer ist, aber plötzlich horcht er wieder auf, als der Name El Cibon fährt. Wenn du weiter trinkst, so wird dich sicher El Cibon noch töten, belehrt einer der drei seinen Freund, welcher nur mit einem »Das ist doch nicht dein Ernst« antwortet. »Mein voller Ernst. Das Einzige, was du als Warnung hörst, ist sein typisches Pfeifen. Aber lass dich nicht täuschen, wenn du vor ihm wegrennst. Je leiser sein Pfeifen wird, desto näher ist er dir eigentlich, bis er dich am Ende tötet.« Seine Freunde sind weniger begeistert von der Geschichte und selbst Ernesto glaubt solchen Aberglauben nicht. Für ihn ist sein Abend schon allein vom Bier ruiniert und die Geschichten am Nachbartisch machen es nur unangenehmer. Mit seinem Schuldgefühl geht nun er hinaus aus der Kneipe, den dunklen Bürgersteig entlang, um sich daheim entspannt in sein Bett zu legen. Um diese Zeit ist das Dorf auch schon still, nur die Insekten machen Geräusche und aus der Ferne hört er dann plötzlich ein schwaches Pfeifen. Direkt denkt Ernesto, dass es sich um die jungen Männer von vorhin handelt, die ihm einen Streich spielen wollen. »Kommt schon, ist doch nicht witzig«, brüllt er, bevor er dann entspannt seinen Heimweg antritt. Fast daheim angekommen ist das Pfeifen aber immer noch deutlich da und so langsam bekommt Ernesto Angst. Er steigert sein Tempo und glaubt der Person zu entkommen, welche ihm Pfeifen verfolgt, da das Pfeifen nun ganz leise ist. Kurz macht er in einer schlecht beleuchteten Gasse Pause, um richtig Luft zu holen. Und von einer entfernten Laterne schwach beleuchtet, kann Ernesto nun etwas in der Gasse stehen sehen. Der erste Gedanke ist, dass es sich um ein verlaufenes Tier handelt, aber dieser Gedanke verschwindet eilig, als das Wesen sich auftürmt und man dünne, lange und trotzdem menschenartige Glieder sehen kann. Vor Ernesto steht tatsächlich der El Cibon. Ohne groß zu überlegen, hockt er sich hin, kauert sich zusammen und schließt voller Angst die Augen. »Bitte tu mir nichts, fleht er. Mutter braucht mich daheim.« Und auch wenn das Flehen nichts bringen mag, ist es das Einzige, was er in dieser Situation tun kann. Als er hört, dass das Wesen ihm näher kommt, betet Ernesto, dass ihm nichts passiert, aber für ihn ist eigentlich schon klar, dass er diese Nacht nicht überleben wird. Er wartet nun ängstlich auf sein Ende. Aber nichts geschieht,
Neugierig öffnet Ernesto seine Augen. Die Gasse ist wieder leer. Das Einzige, was man noch hört, ist, wie der Nachbarshund bellt. Den El Ciborn ist von kolumbischer und venezuelischer Herkunft und man beschreibt ihn oft als einen dünnen und großen Mann, welcher je nach Erzählung wie ein groß geratener Mann aussieht und zwischen 3 und 6 Metern groß ist. Dazu trägt er typische Farmerkleidung, einen breitkrempigen Hut und trägt einen Sack auf dem Rücken bei sich. Über die Herkunft gibt es nicht nur eine Variante, die man sich erzählt. Die erste, die man sich so erzählt, ist über einen Mann, der mit seiner Frau, seinem Vater und seinem Großvater zusammengelebt hat. Und der Mann hat mitbekommen, dass sein Vater seine Frau schlägt und sie als Hure beleidigt, was den Mann wütend macht und er schließlich deswegen seinen Vater ermordet. Sein Großvater bekommt alles mit und ist entschlossen, seinen Enkel voller Wut und Trauer zu bestrafen. An einen Baum gefesselt wird der Mann gepeitscht, bis Blut zu sehen ist und der Großvater dann Chili-Pulver in die Wunden reibt. Auch wird dies in verschiedenen Erzählungen mit Salz oder Alkohol ausgetauscht. Danach bindet der Großvater seinen Enkel los und hetzt aggressive Hunde hinter ihn her. Während der Mann auf der Flucht in den Wald geflohen ist, verflucht sein Großvater ihn, sodass er niemals Ruhe finden soll. Danach wurde der Mann auch nie wieder gesehen und nun soll er als El Ciborn durch das Land streifen. In einer anderen Variante handelt es sich jedoch um einen verzogenen Jungen, der mit seinen Eltern und seinem Großvater auf einer Farm lebt und seine Eltern haben ihm nie einen Wunsch abgeschlagen, was dafür sorgte, dass der Junge sehr verzogen und undankbar ist. Verzogen wie er ist, verlangt er von seinem Vater, dass dieser auf die Jagd geht und ihm ein Reh mitbringen soll, dessen Innereien er gern als Mahlzeit hätte. Nach Stunden kommt sein Vater aber mit leeren Händen heim. Sein Sohn kommt mit dem Gedanken nicht klar, dass sein Vater seinen Wunsch nicht erfüllt hat und ermordet ihn mit einem Jagdmesser. Dies ist aber noch nicht genug für den Jungen. Mit dem Messer nimmt er die Innereien seines Vaters aus und trägt diese zu seiner Mutter in die Küche. Sofort ist sie aber klar, dass etwas nicht stimmt und stellt ihren Sohn zur Rede. Und sein Großvater, also der Vater seines Vaters, hört diese Geschichte von seinem Enkel und bestraft ihn dann. Und hier sind die Erzählungen in den Varianten immer gleich. Der Großvater peitscht seinen Enkel, reibt Chili-Pulver in die Wunden, lässt die Hunde auf ihn los, während er ihn verflucht. Man sagt, dass der unheimliche Pfeifer in der Nähe von Häusern erscheint und beginnt, die vielen Knochen in seinem Sack Stück für Stück zu zählen. Passt also auf, wenn ihr nachts das Klirren von Knochen oder ein scheinbar entferntes Pfeifen hört. Dann solltet ihr laufen, denn es könnte El Ciborn sein. Die nächste Legende, die wir uns anschauen, ist die von La Patasola. Stellt euch vor, ihr wandert durch die dichten und üppigen Wälder Kolumbiens und sammelt Äste und Holz für euer Lagerfeuer. Müde von der schweren Arbeit, das Holz zu hacken, kehrt ihr zu einer Lichtung zurück, wo ihr euer Lager aufstellt. In Ruhe entfacht ihr ein Feuer, welches über Nacht Wärme geben und gefährliche Tiere fernhalten soll. Langsam döst ihr bei der angenehmen Wärme ein, als plötzlich ein schriller Schrei zu hören ist, der durch Mark und Bein geht. Dieser Schrei kann unmöglich von einem Tier stammen und ihr wollt's nicht wahrhaben, aber ihr wisst genau, dieser Schrei war menschlich. Sofort schnappt ihr eure Axt, mit der ihr zuvor das Holz gehackt habt und eilt los, um der schreienden Person zu helfen. Schnell hastet ihr durch das Dickicht mit einem Gedanken wie ein Mantra im Kopf, bitte sei noch am Leben. Und schon bald erreicht ihr die Quelle des schrecklichen Schreis. Eine wunderschöne, sehr blasse Frau steht vor euch. Vorsichtig nähert ihr euch der Frau, um sicherzugehen, dass sie unversehrt ist, und plötzlich wird euch eins klar. Sie steht auf nur einem Bein. Das Schicksal meint es nicht gut mit euch, denn ihr steht der La Patasola oder der einbeinigen Frau gegenüber. Der grausame Anblick wird auch euer letzter sein. Die La Patasola hat, wie ihr Name es bereits sagt, nur ein Bein. Und hier weichen die Beschreibungen je nach der Version der Folklore ab. Also manchmal wird sie mit einem abgetrennten Bein dargestellt, manchmal auch mit einem verwachsenen Beinen, welche dann eins bilden und in einem rinderartigen Huf enden.
In manchen Erzählungen rangen Schlangen aus ihrem Haar. Und sie dürstet besonders nach Blut von Männern und zeigt sich ihnen gegenüber in der Gestalt einer wunderschönen Frau. Wenn sie ihre Opfer in den Wald gelockt hat, schlägt sie zu und saugt mit ihren langen, scharfen Fangzähnen das Blut aus. Es gibt verschiedene Versionen dieser Legende. In der bekanntesten Legende verliebt sich eine verheiratete, hübsche Frau in einen Bekannten ihres Mannes. Unheimlich treffen sich die Verliebten immer im Schutze der Dunkelheit. Jedoch können sie das Geheimnis nicht lange bewahren, da bereits Gerüchte umhergehen von der Untreue der Jungfrau. Ihr Ehemann beklagt sich bei Freunden, wie kalt seine Frau geworden ist. Sie hält mich stets auf Abstand, früher hat sie mich immer liebevoll umarmt, aber heute schaut sie mich nicht mehr mit demselben Funkeln in den Augen an. Sein Freund, der von den Gerüchten Wind bekommt, erzählt dem Mann alles, was er über die Affäre seiner Frau weiß. Ungläubig und verletzt kehrt er heim, will aber dennoch wissen, ob der die Wahrheit gesagt hat. Er schmiedet also einen Plan, gibt seiner Frau Bescheid, dass er bis spät in die Nacht arbeiten gehen würde, und er versteckt sich heimlich in den Büschen, um seine Frau zu beobachten. Und tatsächlich, nach einer Weile kommt die junge Frau aus dem Haus, sicherstellend, dass ihr Mann noch nicht heimgekehrt ist, und im Schutze der Dunkelheit schleicht sie sich zu ihrem Liebhaber. Ihr Ehemann wartet derweil lange zu Hause, immer noch in der Hoffnung, dass die Gerüchte nicht wahr sind. Bei Sonnenaufgang hört er seine Frau nach Hause kommen. Unwohl fragt er, wo sie gewesen ist, und seine Frau scheint sich nichts anmerken zu lassen. Ihre Antwort ist: Ich war am Fluss und habe Wäsche gewaschen. Also es war üblich, dass seine Frau oft und lange weg war, um die Wäsche zu waschen. Trotzdem wird der Mann das Gefühl nicht los, dass seine Frau etwas zu verbergen hat. Am selben Abend geht der Mann denselben Plan durch und versteckt sich wieder in dem Gebüsch. Zusammensetzend taucht tatsächlich sein Bekannter auf. Er kann seinen Augen nicht trauen, als er sieht, wie seine Ehefrau freudig in den Armen ihres neuen Liebhabers liegt. Alle Gerüchte sind wahr. Wut kocht in dem Mann auf und er schnappt sich eine Machete. Mit einem festen Schwung schlägt er den Kopf der Affäre ab, und die Frau, die nun bespritzt mit dem Blut ihres Geliebten ist, kreischt in Terror auf und kann nicht fassen, was passiert ist. Sie versucht so schnell sie kann zu fliehen, aber ihr Mann holt sie ein und schlägt ihr eines ihrer Beine ab. In qualvollen Schmerzen verblutet die Frau, während sie langsam in den Wald kriecht und dabei mit ihren letzten Atemzügen jeden Mann, egal ob jung oder alt, verflucht. Die Seele der jungen Frau streift durch die Wälder, schreit um Hilfe oder singt ein verlockendes Lied, um ihre Opfer anzulocken. Man sagt, dass eifersüchtige Ehemänner diese Versionen der Legende überliefert haben sollen, um ihre Ehefrauen daran zu hindern, untreu zu sein. In anderen Versionen der Folklore ist La Patasola ein Geist, der die Natur schützt und jeden Menschen angreift, der dem Wald schadet. Andere Überlieferungen erzählen, dass dieser Geist zu Lebzeiten eine teuflische Verführerin war. Sie war grausam zu jedem Menschen und wurde eines Tages von den Menschen, die sie verletzt hat, getötet. Dabei wurde ihr ein Bein abgetrennt und verbrannt. Seither wandert ihr einbeiniger Geist durch die Wälder. Seid also vorsichtig, wenn ihr nachts im Wald ein Schreien oder einen betörenden Gesang hört. Es könnte die La Patasola sein. Und nun kommen wir zur letzten Legende, die richtig interessant ist, zur La Planchada. Krankenhäuser. Für viele ein Ort, der lieber von außen betrachtet wird. In diesem Gebäude kämpfen Medizinerinnen und Mediziner, Pflegepersonal um das Leben, der Gesundheit und der Menschen. Jeden Tag, weltweit. Es ist nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung, die für einige vielleicht sogar über den Tod hinausgeht. Die junge Krankenschwester Eulalia arbeitet in einem Krankenhaus in Mexiko-Stadt in den 30ern. Bereits seit ihren Anfängen in der medizinischen Einrichtung zeichnet sich die junge Frau durch ihre Professionalität und Fleiß aus. Sie zeigt sich stets bemüht um die Kranken. Und auch ihr Auftreten ist immer gepflegt, die Kleidung weiß, tadellos gebügelt, frei von Flecken oder Falten. Und ihre Kolleginnen und Kollegen beschreiben sie als gut aussehende blonde Frau mit blassen Augen, feinen Gesichtszügen.
Eines Tages wird dem Krankenhauspersonal bei einer Versammlung ein neuer Arzt vorgestellt, Dr. Joaquin. Eulalia fehlt bei dieser Versammlung, denn sie bleibt lieber bei den Patienten, anstatt sich diesen neuen Arzt anzuschauen, der von den anderen Krankenschwestern als intelligenter, gut aussehender, großer Mann aus gutem Hause, jedoch mit einer gewissen Arroganz beschrieben wird. Einige Tage später hilft Eulalia Dr. Joaquin, dem Arzt, bei der Behandlung und verliebt sich sofort in ihn. Auch wenn ihr gesagt wird, sie passe nicht zu dem Arzt, der sowieso auch anderen hübschen Krankenschwestern im Krankenhaus schöne Augen macht. Trotz der Zweifel ihrer Kolleginnen kann sich Eulalia jedoch nicht von ihren Gefühlen dem Arzt gegenüber befreien. Und nach Monaten gibt Dr. Joaquin dem Charme der Krankenschwester nach und erklärt sich bereit, eine Beziehung mit ihr einzugehen. Eulalia ist überglücklich, auch wenn der Arzt sie nicht mit derselben Intensität zu lieben scheint, wie sie es tut. Ein Jahr später hält Dr. Joaquin dennoch um ihre Hand an, was Eulalia überglücklich macht, da sie verliebt wie am ersten Tag ist. Die Hochzeit muss jedoch noch warten. Dr. Joaquin muss zu einem 15-tägigen Seminar verreisen. Er verabschiedet sich noch mit Umarmung, Küssen und Versprechen ewiger Liebe. Und bereits nach kurzer Zeit vermisst Eulalia ihren Verlobten, als wäre er bereits Monate weg. Sie verfällt sogar teilweise in Melancholie. Eine Woche später spricht ein Pfleger des Krankenhauses sie an. Er gesteht ihr, dass er sich zu Eulalia hingezogen fühlt und bittet sie auf eine Party, um dort seine Tanzpartnerin zu sein. Sie lehnt dies ab, schließlich ist sie ja mit Dr. Joaquin verlobt. Etwas gekränkt, aber auch erstaunt, fragt der Pfleger, warum niemand ihr erzählt hat, dass Dr. Joaquin gekündigt hat und sich nun auf einer Hochzeitsreise mit seiner neuen Ehefrau befindet. Die Krankenschwester ist geschockt und bestürzt, kann es aber dennoch nicht ganz glauben, vielleicht ist es eine List des Pflegers, um doch noch mit ihr auszugehen. Am nächsten Tag findet sie jedoch in den Aufzeichnungen des Krankenhauses heraus, dass Dr. Joaquin tatsächlich gekündigt hat. Und wenn dies wahr ist, dann muss die Geschichte von der Hochzeitsreise auch wahr sein. Dr. Joaquin war ihre erste große Liebe. Als sie mit ihm zusammen war, dachte sie, sie hätte gewusst, was wahre Liebe ist. Nun ist ihr Herz gebrochen und sie wird nie wieder dieselbe sein. Sie lässt sich von der Enttäuschung überwältigen, baut keine weiteren Beziehungen zu Männern auf, denn sie hat das Vertrauen verloren. Und auch auf der Arbeit wird sie immer nachlässiger, bis ein Patient verstirbt, weil Eulalia vergisst, ihm rechtzeitig die Medikamente zu verabreichen. Sie wird nicht entlassen, da man seitens des Krankenhauses hofft, dass die fleißige und engagierte Krankenschwester wieder so wird, wie sie einst war. Und geschockt von dem Tod des Patienten verlässt Eulalia aber die verbliebene Lebenskraft. Sie selbst wird krank und verstirbt bald daraufhin. 70 Jahre später, Mexiko-Stadt Juárez Hospital. Die Krankenpflegerin Veronica hat die Nachtschicht übernommen. Das Krankenhaus ist voll ausgelastet und ebenso überlastet ist das Personal. Ihre Kollegin ist wegen Krankheit ausgefallen und Veronica darf nun allein die gesamte Nachtschicht übernehmen. Erschöpft lässt sie sich im Pausenraum des Personals nieder. Sie will nur eine kurze Pause machen, aber sie nickt ein. Und dann schreckt sie aus diesem Dämmerschlaf auf. Es war, als hätte eine kalte Hand ihr auf die Schulter getippt. Verwirrt biegt sie sich um und flucht, dass sie während dieser Schicht eingeschlafen ist. Das darf ja eigentlich nicht passieren. Sie eilt zu einem Patienten, dessen Infusion dringend hätte ausgetauscht werden müssen. Beim Patienten angekommen, stellt sie überrascht fest, dass diese schon längst ausgetauscht wurde. Und der Patient ist noch wach. Wer hat ihre Infusion ausgetauscht, fragt sie. Na, das war doch ihre adrette Kollegin, entgegnet der Mann daraufhin. La Planchada, die Gebügelte, ist eine der bekanntesten Legenden Mexikos. Sie soll meistens bei Nacht die Korridore der Krankenhäuser abwandern und sich um Patientinnen und Patienten kümmern, die im Krankenhaus vernachlässigt werden und dringend Hilfe benötigen. Manchmal soll sie auch Pflegekräfte wecken, die während der Nachtschicht eingeschlafen sind. Beschreibungen über ihre Erscheinung variieren. Sie soll je nach Erzählung mal normal über den Boden gehen, gleiten oder auch schweben. Schritte sind von ihr allerdings nie zu hören.
In manchen Erzählungen sieht sie aus wie ein normaler Mensch, in anderen leuchtet sie oder ist durchsichtig. Gemein haben alle Beschreibungen jedoch, dass der Geist der Krankenschwester stets in einer Krankenschwesteruniform der 1930er Jahre erscheinen soll. Dieses immer sauber und perfekt gebügelt, woher auch ihr Name stammt. Die Gebügelte. Bei La Planchada soll es sich um den Geist der oben genannten Eulalia handeln, die versucht, für den Tod an einem ihrer Patienten zu sühnen, indem sie sich nun um die Vernachlässigten im Krankenhaus kümmert. Der Sage nach soll La Planchada in diversen Krankenhäusern in Mexiko bereits gesichtet worden sein und sie scheint ihre Tätigkeit sogar bis in den Süden der USA ausgedehnt zu haben. Beweise für ihre Existenz gibt es jedoch nicht. Wenn ihr also das nächste Mal ein Krankenhaus besucht, schaut doch mal, vielleicht seht ihr ja eine Krankenschwester in tadelloser Uniform, die die verlassenen Korridore entlang wandert. Ja, das war unsere kleine Reise durch unheimliche Legenden aus Lateinamerika. Falls euch gefallen hat und wir nochmal sowas machen sollen, dann sagt mir sehr gerne Bescheid. Vielleicht habt ihr auch ein Wunschland, in das wir mal reisen, um uns dort unheimliche Legenden anzuschauen. Dann teilt mir es gerne auch mit.